Willkommen zurück zu Little Nightmares. Ja, Freunde, endlich geht es mit diesem Projekt weiter. Wir haben ja schon vor einigen Monaten, nämlich zu Halloween, haben wir den ersten Part gespielt. Und dann gab es ja viel Trara und Umstellung etc. Und letztendlich gibt es ja jetzt nur noch zwei Livestream-Projekte. Und Little Nightmares ist eines davon. Das möchte ich unbedingt weitermachen mit euch hier im Livestream und jetzt auch immer dienstags auf YouTube. Das wird sich abwechseln mit Invitra, das sind die einzigen übrig gebliebenen Livestream-Projekte, die auch auf YouTube kommen. Und die werden auch immer so circa um die 50 Minuten gehen, weil sie auch nur einmal die Woche kommen. Ich denke, das sollte okay sein. Wer den ersten Part jetzt noch nicht gesehen hat, der kann das natürlich jederzeit nachholen. Es ist wahrscheinlich eh in der Playlist etc. verlinkt. Aber wir machen jetzt da weiter, wo wir aufgehört haben. Damals. Ist schon ein Weilchen her, ich weiß. Aber findet ja jetzt alles langsam wieder seine Regelmäßigkeit. Ich hoffe, ich bin gleich im richtigen Spielstand, wenn ich jetzt auf Weiterspielen klicke. Gucken wir mal. Und die Stream-Zuschauer dürfen mir gerne nochmal sagen, falls ich viel zu laut bin, der Ton viel zu leise oder andersrum, dann passe ich das gerne jederzeit an. Das wäre wirklich sehr wichtig, weil hinterher ne, ist die Aufnahme drinne und ich kann es nicht mehr regulieren für die YouTube-Zuschauer. Deswegen machen wir das besser gleich. So. Es lädt. Da kann ich noch ein paar Leute grüßen, die gerade hier live dabei sind. Wer live dabei sein möchte, der guckt am besten montags, dienstags oder donnerstags in meinen Streamplänen, wann ich da gerade einen Stream geplant habe. Denn an den drei Tagen ist es am wahrscheinlichsten. Hallo Lilly. Hallo Lou. Hallo Anna Game. Schön, dass ihr vorbeischaut. Und jetzt hat es endlich fertig geladen. Es sieht danach aus, als könnte das unser Spielstand sein. Ich glaube, wir haben sogar noch ein Stückchen weitergespielt, so teasermäßig. Weiß jetzt aber nicht, ob ich das im Let's Play drin gelassen habe. Keine Ahnung. Also, wir spielen immer noch hier die kleine süße Six, so heißt unsere Protagonistin, die auf einer Art, ja, wahrscheinlich Schiff ist. Mit vielen düsteren Gestalten. Es ist ja eigentlich ein kleines Jump'n'Run, das letztes Jahr für die PlayStation 4 erschienen ist. So ein Indie-Game, glaube ich auch sogar. Aber, ja. Warum, weshalb wir hier sind, keine Ahnung, vielleicht finden wir es nur jetzt heute heraus. Wir wissen nur eins, wir haben meistens Hunger und wir sind ganz einsam auf dieser Welt. Es gibt manchmal kleine Gnome, die wir sammeln können und die können wir auch knuddeln, dass es sehr, sehr süß gemacht ist. Und ja, mal gucken, ob wir irgendwas in dieser Art heute auch wieder finden. Muss gerade noch mal gucken, alles bestens vom Ton her, Abmischung, ja, wunderbar. Dann können wir ja weitermachen. Gut, das dürfte jetzt das zweite Kapitel sein. Also noch relativ am Anfang. So, ich weiß jetzt nicht, ich könnte hier hoch, weiter hoch oder ich könnte hier rein. Muss ich mal gucken. Ich weiß jetzt auch die Steuerung gar nicht mehr, ist schon viel zu lang her. Mal kurz durchgehen. Hier habe ich mein kleines Feuerzeug. Und ansonsten kann ich ja eh nicht viel, ne? Hier kann ich rennen. Okay, ich habe die Renntaste gefunden, wow. Hier... Ich glaube, das ist so die Benutztaste. Da kannst du entweder was drücken oder ziehen. Hier ist ducken. Oh Gott! Okay, den Ton muss ich noch leiser machen. Ein weiteres Wunschspiel, beziehungsweise bitte komplett und bitte weniger schreien. Letzteres kann ich dir leider nicht garantieren, aber wow, vielen lieben Dank, Renoir, für diese sehr großzügige Spende. Wir müssen da ist eine Liste von deinen Wunschspielen dann langsam machen. wow, danke, vielen Dank. Das ist echt krass. Vielen lieben Dank. Und danke letztendlich für mein Spendenziel, das dann jetzt schon wieder erreicht ist. Da muss ich aber auch nochmal ein Danke für die Spender kurz sagen, die in meiner Spendenpause eigentlich, wo ich kein Spendenziel hatte. Die hatten aber einfach mir Weihnachtsgeld und sonst wie was geschickt. Jared zum Beispiel oder Gimli, danke nochmal an euch. Ihr habt mir jetzt Monster Hunter World gegönnt, beziehungsweise das können wir dann gemeinsam demnächst mal uns angucken. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe Monster Hunter World mir noch nie angeschaut. Ich habe so das Gefühl, dass es hier weitergeht. Ein Wichtel, ein Wichtel! Warte! Aber ich habe richtig Bock auf Monster Hunter World für die PlayStation 4. Das kam ja früher auch eher weniger für die große Konsole raus, oder? Fand ich immer ein bisschen schade, weil auf dem Handheld wollte ich das nicht zocken. So, aber es geht hier weiter. Ich will jetzt mal ganz kurz nochmal raus. Der Wichtel ist eh weg. Aber den kriegt man vielleicht noch. Ich will mal kurz gucken, was da oben noch ist.
Oder geht's doch da weiter? Oh, wenn ich nur wüsste. Immer so meine Angst, dass ich dahin gehe, wo es weitergeht. Vielleicht ist das hier doch alles optional. Bleiben wir erstmal hier. Mensch, was soll's. Okay, gucken uns um. So, das ist meine Ziehtaste, genau. Da können wir ja mal die Lade mit den Akten rausziehen, aber ich glaube, da ist nicht viel. Im Juli ist der nächste Freitag, der 13. Okay, cool. Das dürfte auch der letzte in diesem Jahr sein. Ja, wir haben schon im Voraus, bevor wir aufgenommen haben, ein bisschen geplant, so mit den nächsten Spezial-Livestreams, Spezial-Horror-Streams. Okay. Den Stuhl kann ich bestimmt rumschieben, wie ich möchte. Sehr gut. Und sonst die Schublade. Ich will eigentlich nicht, dass sie da so hoch springt. Macht es automatisch. Okay, warte mal. Vielleicht komme ich vom Stuhl aus da. Ups. Da hoch. Ja, das sollte gehen. Das ist das, was ich immer anzünden kann. So kleine... Upp, nee, das ist schon an. Und normalerweise sind die außen. Ich habe einen Checkpoint. Kann ich die Tasse nehmen? Ja, wer möchte eine schöne Tasse Tee hier? Bitte melden. Keiner meldet sich. Dann habt ihr Pech gehabt. So. Ich glaube, die konnte man auch irgendwie werfen. Habe ich das sehr ungeschickt fallen gelassen. Was, wenn ich das runterschmeiße? Ich will alles runterschmeißen hier. Nee, ich will es nicht ablegen. Ich will es schmeißen. Mal kurz nochmal mit der Steuerung eins werden. Moment. Ah ja. So funktioniert das also. Und es brennt immer noch. Wunderbar. Habe ich toll gemacht. Jo, gucken wir mal. Was haben wir hier noch? Ein Kühlschrank? Müssen wir mal reinkommen. Oh, es sieht aber... Oh, das ist ein Kleiderschrank. Das ist ein Kleiderschrank. Denkt nur ins Fressen. Mach mal Licht. Okay, nach Narnia geht's hier nicht. Das ist schon mal klar. Aber... Mir fällt da was auf. Ein Geheimnis. Ah, was könnten wir da nur machen, ne? Was könnten wir da nur machen? Also normalerweise stellt man den Stuhl drauf, aber ich frage mich gerade, geht auch die Lampe? Die ich runtergeschmissen habe. Ich probiere es mal. Ha, die Lampe geht natürlich auch. Hauptsache ein Gewicht ist drauf. So. Ach genau, hier haben wir aufgehört. Ich erinnere mich. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Let's Play drin war. Aber wir machen das jetzt einfach noch einmal. Wenn ich es hinkriege. Ah ja, drücken geht so. Wir erinnern uns, das ist diese Säuglings-Babystation, an der wir uns schon mal vorbeigeschlichen haben, an so einem komischen langen Kauz. Und jetzt sehen wir das mal. Interessant. Und ich glaube, wenn wir jetzt nochmal drücken, und das wurde mir im Stream ja auch verraten, ich habe dann gedacht, okay, cool, ein Bild. Aber wenn wir nochmal drücken, kriegen wir auch andere Bilder. Wichtels zum Beispiel. Wichtels sind zum Knütteln da. Oder nochmal drücken. Da hinten links pennt jemand. Das könnte ich sein. Nee, Quatsch. Aber man sieht, es ist so eine Art kleiner Lagerraum. Noch ein mysteriöser Raum. All das werden wir noch sehen. Kann man schon mal so als kleinen Teaser betrachten. Diese Musik im Hintergrund, ich liebe sie. Später wird man sie noch besser hören. Ja. Also ihr merkt schon, das Spiel ist jetzt nicht blind für mich. Habe ich im ersten Part ja auch schon gesagt. Da sitzt jemand wieder, diese Dame. Das Einzige, was für mich blind wird, sind die Add-ons, die wir auch spielen werden im Anschluss. Also, es ist blind im Sinne von, ich habe es noch nie gespielt, aber ich habe es halt schon mal bei jemandem gesehen. So. Okay, so viel dazu. Ich denke, das reicht auch an... Kann ich hier das öffnen? Nee, das geht nicht. Und ich glaube, da hinten ist noch ein Wischl. Da ist gerade ein Wischl rausgerannt, oder? Da hinten war definitiv ein Wichtel. Ich habe es mir jetzt nicht zum Ziel gemacht, dass ich alle Wichtel sammle, aber je mehr, desto besser natürlich. Hier ist noch ein Stuhl, okay. Und da hinten. Da ist zu. Mhm. Also scheint hier wirklich optional dann gewesen zu sein. Geh nochmal da hinten hin. Ja, der Wichtel ist wieder rausgerannt. Jetzt höre ich nichts mehr. Das geht echt nicht auf. Okay, dann weiter.
Oh, dann sind wir wieder hier. Kann ich das jetzt zumachen? Ich weiß jetzt nicht, wo der Wichtling gerannt ist. Ich wollte ihn ja knuddeln, aber wenn ich das zumache, kann er mir nicht wieder entkommen. Wie ist er eigentlich da durchgekommen? Hm. Keine Ahnung. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob der jetzt noch hier ist oder ob er weitergerannt ist. Also hier sehe ich mal nichts. Da oben muss ich auch nicht mehr hoch, nehme ich mal an. Nochmal ein bisschen weg. Nee, da ist sonst nichts mehr. Ich glaube, wir können weitergehen. Das war's schon. War auf jeden Fall... War es auf jeden Fall wert. Oder ob es da oben was gibt? Ob ich da hoch kann irgendwie, wenn ich mich gut anstelle? Ah, schade, die Lade hängt und... Will ich jetzt aber mal kurz ausprobieren, Moment. Ich habe da so eine Idee. Ich glaube nicht, dass das geht, aber... Wenn ich den Stuhl dahin schieb, kann ich dann die zweite Lade rausziehen? Ach nee, sie hängt sich immer gleich ran, Moment. Dran schieben. Ah, das wird nicht gehen. Ja, wunderschön. Nee, die zieht das nicht. Also sie kann es nicht ziehen. Okay. Ja, dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Von da oben komme ich auch nicht ran. Dann gehen wir. Ist ja nur optional. Da ist ja der Wichtel. Warum bist du so schüchtern? Bleib bei mir. So, ich hoffe, das Bild ist euch nicht zu dunkel. Meine kleine Flamme spendet mir aber auch nur einen sehr spärlichen Trost, muss ich zugeben. So, diese Tür lässt sich nicht öffnen. Ich sehe kaum was, also jetzt ist es echt gerade extrem. Ist auch ziemlich klein, aber... Nee, komm hier weder hoch noch... Kann ich was nehmen? Mm-mm. Da ist der Wichtel! Wichtel! Lass dich drücken! Okay. Dann hat sich die Ecke jetzt auch geklärt. Das war einfach nur für den Wichtel. Siehst du, ist doch alles gut. War doch schön, oder? Nochmal? Lass uns nochmal knuddeln. Joa. Okay, gut, es reicht. Gibt noch andere Wichtels, die geknuddelt werden müssen. So, und ab jetzt wird's wieder alles andere als optional. So, keine Ahnung, was in dem Eimer drin ist. Die Tür werde ich nicht öffnen können, aber wir haben ja unseren ganz persönlichen Durchgang hier. Ja. Okay, da rennt der Wichtel wieder weg. Ich gucke schon mal ein bisschen rein in den Raum. Okay. Jetzt ist es zum Glück nicht mehr so dunkel. Ist das ein Ball? Cool. Ball spielen. Ne, ist ein Apfel, oder? Was bist du? Ach, auch egal. So, die Küchen könnte ich auch... Ich finde es auch toll, dass ich mit allem rumschlappen kann. Das ist, ich kann alles in die Hand nehmen. Das ist super. Das gefällt mir. So, hier ist dann Durchgang. Okay, okay, warte, warte, warte. Da gehen wir noch nicht hin. Erstmal schauen, was hier noch so ist. Da ist ein Schalter. Da könnten wir dran kommen, wenn wir uns bemühen. Nehmen wir den Koffer mit. So. Hopp, da hoch. Ah ja, mein Bett. Wunderbar. Oh. Oh shit, was sind das für Geräusche? Erstmal verstecken. Nichts passiert. Hm. Okay. Ja. Genau, Jared. Im Gegensatz zu Six ist hier alles überdimensional groß. Was darauf schließen lässt, dass Six anscheinend ein sehr kleines Wesen ist.
So, das habe ich toll gemacht. Warum mache ich eigentlich alles kaputt? Kann ich Scherben jetzt auch in die Hand nehmen? Nee. Okay, machen wir noch mehr kaputt. Oder ist mir das zu groß? Na, das ist mir wieder zu groß. Okay, ich könnte hier Toilette benutzen. Ist auch mal... Ich weiß, ich soll aufs Bett, aber ich will erstmal gucken, was noch so möglich ist. Huch, ach, da kann die ja richtig toll hochklettern. Sieh mal einer an. Ein Schlüssel. Ah, was ist das? Wer ist das, besser gesagt? Das ist nur eine... Ich glaube, es ist nur eine Hose. Erst denkt man, da hängt jemand, aber... Wenn wir... Ich kann nicht weiter scrollen, aber das ist definitiv eine Hose auf einem Kleiderbügel. Entwarnung. Ja. Okay. Gab's Fall Damage in dem Spiel? Ich will's nicht riskieren. Okay, gehen wir mal zum Bett. Mit dem Koffer könnten wir da hochkommen. Mal schauen. Wir brauchen garantiert den Schlüssel. Nee, komm her. Ich will dich ziehen. Warum ziehst du den Koffer nicht? Dann schieb ihn halt. So, siehst du ihn doch. Sorry. Boah. Hier raus und... Es ist auch mit den Gurten hier... Weiß nicht. Vielleicht nicht so gemütlich. Vor allem, wenn zugeklappt wird. Aber nun gut. Ich will jetzt eh nicht schlafen. Noch nicht. Ich will da hoch. Ich gehe mal noch weiter hoch. So. Kamera. Paar Rohre, sonst nichts zu erkennen. Dann könnten wir ja mal auf den Schrank springen. Ich hoffe, das gibt kein Fall Damage. Nee, alles super. Die Streichholzbeine, die kriegen das hin. Da oben ist Klopapier. Da unten ist keins. Es ist sehr unpraktisch, wenn man Klopapier braucht. Und ich weiß ja nicht, wie groß hier die Menschen sind, aber egal. Wir wollen das hier haben. Den nehme ich mit. Ich schmeiß ihn schon mal runter. Denn ich selbst will gerade noch mal was schauen. Ob ich da doch nicht hochspringen kann. Mal gucken. Ah, nein! Ah, ups. Wow. Kann ich den Wasserhahn aufdrehen? Nee. Ja, toll. Wollte eigentlich ein Klopapier mit runterbringen. Das wäre bestimmt die optimale Sidequest gewesen. Ah, gut, dann gibt's halt kein Klopapier. Hallo, Shadow Dragon. So, dann gehe ich mal mit meinem Schlüssel. Kann ich mit Schlüssel Licht machen? Nein. Brauche ich den Schlüssel überhaupt? Ach ja, hier. Ich glaube, da kommt was. Okay. Ich möchte mich erst noch umgucken. Was haben wir denn da? Zeig mal her. Nichts drin? Na, komm schon, das schaffst du. Six, komm. Ach, Mädel. Nee, schafft sie nicht. Kann sie nicht. Natürlich, ich will mal zumachen hier. Braucht Privatsphäre. Ist das eine Mausefalle oder was ist das? Ach nee. Nur so eine Scharniere, okay. Kann ich nichts machen. Ja auch. Okay, ich glaube, hier ist sonst nichts. So, das macht sie automatisch. Sehr schön. Okay, die Tür geht zu. Ja, Angst. Also Angst würde ich bei dem Spiel jetzt nicht sagen, dass man das vielleicht hat. Also ich zumindest nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr schöne, gruselige Atmosphäre.
Vor allem später noch. Na du? Wow. Ich habe ein Spielzeug. Hopp, mach das Ding an. Hier ist dunkel. Nur gucken, ob ich da hochkomme. Halte X, um ein getragenes Objekt zu werfen. Ja, das ist auf den Affen bezogen. Ist mir schon klar. Das haben wir alles schon rausgefunden. Okay, und ich glaube auch, ich weiß, was ich damit tun soll. Mal gucken, wie ich das jetzt am besten treffe. Oh! Okay, ich nehme den mit. Mein neuer Freund. Er hat mir schließlich geholfen. Den nehme ich mit. Hallo, Lena! Mein neuer Freund wird mich nicht verlassen. Es sei denn, ich muss mal kurz Licht gucken. Komme ich hier irgendwo hoch? Nee, da ist sie wieder zu schwach. Mit der Kamera mal nach oben schauen. Da ist nicht viel, okay. Hier könnte man sich gut verstecken. Okay. Und hier kann ich klettern. Bringt mir aber nicht viel. Okay, kann ich abspringen? Toll. Okay, ich glaube, ich muss nochmal den Knopf drücken. Mein Freund muss sogar mit. Den Aufzug oder was? Ich gehe mich lieber mal verstecken. Man weiß nie, was jetzt kommt. Mit uns. Affe, komm mit. Eine Ratte, okay. Eine Ratte tut mir nichts. Nein! Oh, sie hat wieder Hunger. Oh. Egal, du nimmst den Affen trotzdem mit. Auch wenn du Hunger hast. Das arme Ding. Hat er jetzt fast Lust, den Affen da reinzuschmeißen? Nein. Nimm mit. Mein treuer Gefährte hier. Oh nein. Ach komm schon, Six. Halt noch ein bisschen durch. Weiß ja nicht, wie wär's. Wir werden schon noch irgendwas finden, ne? Oh, und jetzt muss ich mich ducken. Kann ich das mit Affe? Ja, mein Affe bleibt bei mir. Aber dafür kann ich kein Licht machen. Sorry, wenn es gerade so dunkel ist. Ihr müsst euch entscheiden, Licht oder Affe. Beides geht nicht. Aber egal, hier geht's ja schon wieder. Hm. Gott, die Melodie, ey. Oh Gott, jetzt kann ich ihn noch nehmen, trotz des Hungers, ja. Bei der Musik, ey. Da drin ist ein Stück Fleisch. Sieht überhaupt nicht verdächtig aus. Ich könnte das jetzt da reingehen und essen. Ich glaube, genau das will auch das Spiel von mir. Ich würde gerne mal kurz Licht machen. Ich darf gar kein Licht mehr machen. Boah, wow, okay, da kann ich auch mal einen Affen nehmen. Den Affen nehmen wir mit. Was ist eigentlich, wenn ich einen Affen da reinschmeiß? Schnapp die Falle dann zu und ich krieg trotzdem Essen. Wow, das, war fast gekonnt. Rein in den Käfig, du kommst mit. Ja, das bringt's jetzt voll. Da oben. Was hängt denn da oben? Sind das tote Ratten? Okay. Nee, aber ich glaube, ich befürchte, das kann ich auch gar nicht mehr schieben. Das ist viel zu schwach, die Gute. Ich kann nichts anderes machen, wie in diesen blöden Käfig zu gehen und was zu essen. Der Affe bringt mir da leider gar nichts. Also ich hätte ihn, so glaube ich, zumindest auch liegen lassen können die ganze Zeit.
Dass sie nicht mal Licht macht. Ich würde gerne gucken, was da liegt. Da ist doch was. Okay. Dann beenden wir ihr Leid, indem wir ins nächste Leid übergehen. Wir gehen in diesen verdammten Käfig. Vielleicht passiert ja auch nichts. Aber Hauptsache der Affe ist dabei. So, sie nimmt das Essen. Sieht aus wie rohes Fleisch. Ah, mein Affe ist dabei. Oh, der Typ, ey. Dieser Typ, ey. Und ich bin vielleicht die Nächste, wenn ich nicht mache, dass ich hier rauskomme. Wo ist mein Affe? Six. Wo ist mein Affe? Ich kann gerade gar nichts machen. Ich kann nur gucken, dass ich hier rauskomme. Okay. Das Schiff ist gerade auf der Seite, deswegen könnten wir... Was für ein Bug, ey. Mein Affe ist nicht drin. Bin ich doch ein bisschen enttäuscht vom Spiel. Von den Spielmachern hier. Sie haben das nicht... Ist der Affe drin? Ist der Affe... Wo ist mein Affe? Das ist schlecht. Das ist einfach nur schlecht. Dafür müsste hier drin sein. Na gut, Spaß. Gibt Schlimmeres. Hauptsache, wir sind frei. Und wir sind ja einigermaßen jetzt erstmal wieder gesättigt. Immer schön positiv bleiben. Ist da noch jemand drin? Bist du ein Wichtel oder was bist du? Hallo? Was ist das? Wie kann ich deinen Käfig öffnen? Hm. Will ja nichts sagen. Sieht aber schlecht für dich aus. Ah, da kannst du hochklettern. Mal gucken, kann ich auch da hoch? Ah, wunder. Ja, klar, bei so Käfigen kann man ja locker hochklettern. Auf das Rohr? Nee, das geht nicht. Ich glaube, die sind alle schon tot. Kann das sein? Die rühren sich überhaupt nicht mehr. Nee, die leben doch. Der eine da, der... Die leben doch, die bewegen sich. Aber ich kann ihnen nicht helfen. Das ist nicht mal dem da. Aber du kannst mir helfen. Ich nehme dich mal mit. Hallo, Charm Piper. Hallo, Emily. Willkommen zu Little Nightmares. So, hüpf mal. Ich könnte nämlich jetzt an den Schalter kommen. Oh yeah. Oh ja, lass uns schaukeln. Geht das? Oh. Ich weiß, ich muss jetzt nicht schaukeln, aber ich tu's. Man sollte immer, wenn man die Möglichkeit hat, im Leben schaukeln. Das ist ja gut. Ich glaube, ich habe es sogar wirklich tun müssen. Ging nämlich verdammt schnell runter, das Ding. Okay, wieder alleine. Nicht mal der Affe ist bei mir. Aber da ist der Entwickler schuld. Nein, Quatsch, ich hätte ja jetzt wirklich rumschwingen müssen, wahrscheinlich, und hätte auch den Affen nicht mitnehmen können an der Stelle. So, was jetzt? Hier sehe ich gerade nicht viel. Ach, ich glaube, ich kann hier hochklettern. Okay. Das kann ich bestimmt anzünden. Kleiner Checkpoint. Jawohl. Und dann gucken wir mal weiter. Hallo Linlein. Und hallo Larsenator. Hallo Bloody Herd. Willkommen zu Little Nightmares. Kann ich baden? Ja, jetzt wird gebadet. Nur ohne Wasser. Macht Spaß. Yay. Okay, ich hör auf. Okay, gleich mal runtergefallen und ich höre etwas. Ja, ich spiele es zum ersten Mal, aber ich habe es schon mal wo gesehen, also es ist nicht wirklich blind. Ist aber jetzt auch schon ein Weilchen her, dass ich es gesehen habe. Oh Gott, da ist jemand.
mich erstmal umgucken. Ich muss aber dahin. Da komme ich nicht hoch. Jetzt geht's los hier. Der komische Typ. Ja, bei Halloween haben wir es angefangen, richtig. Oh nein, was macht er mit den Gefangenen? Ich glaube, er verarbeitet sie zu irgendetwas und hängt sie dann wohl hier auf, an diesen Haken. Das hätte auch unser Schicksal werden können. Ah. Okay, versuchen wir uns mal davon zu schleichen. Er ist ja gerade ziemlich beschäftigt. Hoffe ich. Oh weh. Ah ne, da hat er immer noch Nachschub. Okay, ich gehe dann mal ganz langsam. Oh oh. Aber nicht so ein bisschen fies finden, ne? Weil. Ist das ein Versteck? Ich weiß ja nicht. Oh, jetzt fängt er natürlich an, hier rumzusuchen. Hat er mich gerade gerochen? War doch gerade baden, Mensch. Ey, shit, ich weiß jetzt nicht, wo es am sichersten ist. Also das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Oh shit. Ja, da hat er mich schon. Ja, man kann in dem Spiel auch sterben, falls jemand noch nicht wusste. Und schön, dass sie es ausgeblendet haben, was jetzt gerade passiert ist. Ich glaube, der hat nämlich gedacht, oh ja, ein kleiner Snack für zwischendurch, kann man sich mal gönnen. Nee, ich glaube, ich muss da ein bisschen schneller agieren. Ich habe da rechts einen Käfig gesehen. Und versuche ich mal da schnell hinzuhuschen, noch während er beschäftigt ist. Ja, er hört mich, beziehungsweise er riecht mich. So klein wie wir auch sind, wir machen auf dem blöden Boden halt auch Geräusche. Warte mal, wo ist meine Renntaste nochmal? Bei Rennen, ich weiß nicht, ob das... Okay, Rennen ist hier. Nee, wo ist ein Rennen? Da ist Rennen, okay. Ich weiß nicht, ob Rennen sinnvoll ist. Ich muss jetzt ein bisschen rumprobieren, wird jetzt wahrscheinlich ein paar Fails geben. Ich weiß nicht mehr, wie man das am besten macht. Aber ich meine, wenn wir da rechts gucken, dass wir da schnell vorbei... Ich versuch's mal auf die schnelle Art. Vielleicht bin ich da drin. Ah, shit, das war jetzt blöd. Vielleicht bin ich da safe. Okay, ich glaube, wenn er so schön in der Ecke ist, das wäre doch der gute Moment, um vielleicht... Ist er blind? Ich glaube, er ist blind, oder? Seine anderen Sinne funktionieren dafür umso besser. Okay. Nein, 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 nein. Also ich kann da nicht rein. Ich glaube, ich muss rennen. Oh! Okay, an der Stelle muss ich dann rennen. Einfach durchrennen, da rechts ist das Loch. Weil, klar, wenn ich mich runterfallen lasse, dann hört er das. Das war klar. Aber ich denke, das schaffen wir. Das schaffen wir. Jetzt wissen wir, wie der Typ funktioniert. So. Also nochmal. Ich bin mir auch nur ein bisschen unsicher mit der blöden Steuerung. Hier ist Rennen. Das ist so ungewohnt. Auf Quadrat ist Rennen. Danke fürs Followen, Cyan. So, also jetzt ganz... Ne, hier bin ich ja noch durchgerusht, ne? Und dann habe ich da oben erst... Okay, dann los. Da drin habe ich erst... Ja, da hinten habe ich dann gewartet. So. So, und wenn wir dann uns fallen lassen, müssen wir auch den Rest rennen. Ich hoffe, das hat er jetzt nicht gehört. Runter. Okay, jetzt rennen wir gleich das Stück. Jetzt rennen wir.
Ducken. Ah, shit, 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 aber das reicht, das reicht, das reicht. Oh shit, jetzt muss ich irgendwas um Zeit machen, glaube ich. Da ist eine Kurbel. Die machen wir da rein. Oh nein. Nein, 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 nein. Was soll ich machen? Nee, okay, so klappt das noch nicht. Ich glaube, nee, ich darf nicht durchrennen. Ich glaube, ich muss auch das sneaky machen. Nehmen wir das mal. Der Holzboden knarrt, aber der Stoff nicht, ja. Das wird die Lösung sein. Aber es ist so ein zierliches, kleines Geschöpf, aber trotzdem knarrt der Boden ohne Ende. Keine Chance. Das Schiff oder wo wir sind, das schwankt ja auch ohne Ende. Da knarrt ja im Grunde immer alles. Aber nee, der kriegt meine... Der kriegt das mit, das der kriegt dort mit. Naja. So. Aber ja, das wird die Lösung sein, dass man auf den Stoff springen muss. Ich hoffe nur, ich kann so weit springen. Wenn das Schiff richtig geneigt ist, dann müsste es gehen. Ja. Wir warten jetzt nochmal. Das Schiff ist nicht richtig geneigt für so einen Sprung. Jetzt wäre die Möglichkeit. Probier das jetzt. Oh nee, es war so knapp. Ach, fuju. Aber ich glaube, ist er wirklich pissy? Ich warte jetzt mal ab. Probier es mal anders. Kommt er? Ich glaube, er kommt nicht. Dann hat er jetzt eigentlich keinen Grund, hierher zu kommen, oder? Oh, nee. Sag mal, du blödes... Okay, jetzt gehe ich erst nochmal zurück. Nee, er kommt nicht. Er hat ein verdammt gutes Gehör, aber er kommt jetzt trotzdem nicht. Okay. So, jetzt vorsichtig. Jetzt steig nicht auf das Ding drauf, sondern nimm es in die Hand. Hopp. Komm schon. Okay, das muss reichen, das muss reichen. Oh! Tschüss! So lang sind deine Arme hoffentlich nicht. Oh. Okay, wir sind durch. Okay, ganz cool. Wir haben die Stelle geschafft. Hei. So. Okay. So, da hoch komme ich eh nicht. Jede Menge Schuhe hier. Wem gehören die alle nur? Erstmal hier den Checkpoint. Oh, das tut gut. Das will ich nicht nochmal machen. Böse Stelle. Es kommen noch viel bösere Stellen. Haha. So, hier oben. Nee, da werde ich nicht irgendwie hochkommen. Es sei denn, einen kurzen Moment. Jetzt haben wir ja keinen. Jetzt können wir wieder laut sein. Jetzt ist wieder alles schön. Einen kurzen Moment zumindest. Aber nee, da komme ich nicht hoch. Dann mal weiter. Auch nicht hin. Ducken. Und weiter. Ein roter Schuh. Komme ich auch nicht hoch. Oh mein Gott. Noch mehr Schuhe. Mein Gott, wie viel. Das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, es ist wäre von Vorteil, wenn wir nicht auf die Schuhe gehen. Ich habe das so eine vage Erinnerung. Ich glaube, wir müssen uns beeilen, sobald wir auf die Schuhe trampeln. Da oben hängt ein Eimer, da hinten ist der nächste Koffer. Probieren wir es einfach. Ich renne jetzt zum nächsten Koffer. Mal schauen, ob das geht.
Oh Gott, ich kann gar nicht rennen. Komm. Alles gut. Was auch immer das ist jetzt. Ich glaube, so genau wollen wir das gar nicht wissen. Ja. Das Schuhmonster. So, okay. Die Strecke haben wir geschafft, dann sollten wir auch die schaffen. Aber das Vieh ist unter uns. Eventuell. Und los. Oh! Okay. Alles gut. Was ist das nur für ein Vieh? So, die nächste Hürde. Ist auch wieder ein bisschen länger, der Weg. Erst auf den Koffer und dann probieren wir es. Komm. Ich versuche den kürzesten Weg zu latschen. Okay, aber das sieht gut aus. Bin ich hier safe? Keine Chance. Gut, wunderbar. Schuhmonster, diesen Tod werden wir nicht sehen. Es geht weiter. Sei denn, ich springe hier falsch. Alles gut. So. Nächster Raum. Und wieder ein paar tote Ratten hier, die aufgehängt wurden. Nicht so schön. Nee, das Schuhreich will ich nicht sehen. Das reicht mir, wenn ich es von außen gesehen habe. Geht nicht, okay. Lass es halt stehen. Hey. Na gut, ich wollte eh nicht zurück. Kein Problem. Was ist das? Was ist das? Da, guck mal, da liegt was. Sie nimmt es nicht. Oh, eine Falle. Ich lauf schon rein hier. Passiert eh nichts, alles gut. Ist das so ein Stück Fleisch? Na, später hast du wieder Hunger. Würd's jetzt essen. Auch wenn es nicht gerade appetitlich aussieht. Naja. So. Mal weiter. Oh mein Gott! Ah, warte mal, die Tasten. Na, das war die falsche Taste. Ah, habe ich schon verkackt. Okay, das ist neu. Dass das geht. Geh mal wieder die Richtung. Aber das bringt mir nicht viel. Ja. Okay, ich muss die eine Taste drücken. Die Sticks kann nämlich so schlittern. Das ist die... Ja, ich muss dann L2 drücken. Dann schlittert sie nämlich so runter. Das geht ganz fix. Ah, der Typ ist aber hartnäckig jetzt. Kann der nicht weiterarbeiten? Oh, da sitzt sie. Checkpoints sind sehr fair. Also man muss nie jetzt ewig lang weiterspielen. Ich fange jetzt schon an zu rennen. Ausdauertechnisch sind wir ja, glaube ich, gut dabei. Und ja, jetzt die richtige Taste an der Stelle. Jawohl. Und weiter. Ah, da soll ich bestimmt nicht rein. Okay, wohin? Da ist ein Loch. So. Ist das ein gutes Versteck? Ich weiß ja nicht. Oh, schön. Ich glaube, das ist ein Kackversteck. Der griffelt doch jetzt alles ab hier. Ah, geh weg. Der Typ, ey, schaut euch das an. Wichtel! Noch ein Wichtel! Ich kann euch nicht helfen. Tut mir leid. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich einen Wichtel hätte retten können. Wenn ich da nach oben gegangen wäre, aber das geht ja gar nicht. Das war das einzig sinnvolle Versteck in dem Moment. Ah, es ist der perfekte Zeitraum, dass ich das spiele, weil die Erinnerungen sind schon verblasst und man erlebt dann doch wieder ein bisschen was anderes. Okay, ich komme da nicht hoch, egal was ich mache. Gut, dann haben wir ja alles richtig gemacht. Der Typ, ey. Und das ist erst unser erster Widersacher. Da kommen noch so einige. Okay. Spielkiste. Oh, guck mal, wer da ist. Unser Freund.
Warte mal, mein Freund, ich muss was ausprobieren. Kann ich das Ding schieben? Nee, ist zu schwer. Und es ist ja so dunkel. Gibt es hier wieder einen Schalter, den ich drücken muss? Nee. Hier haben wir noch ein paar leere, komische Dosen. Was ich brauchen werde. Da hoch komme ich. Eventuell. Nein, komme ich nicht. Okay. Kann ich dich wirklich nicht schieben? Oder ziehen? Ja, schieben. Schieben probiere ich mal. Doch, schieben geht. Wenn auch. Naja. Mehr oder weniger. Jetzt geht's besser. Scheint hat es vorher nicht so gut. Dieses Bodending da, das sieht, ne, scheint doch nichts zu sein. Doch! Uah! Ah, okay. Wollte eigentlich meinen Freund mitnehmen. Wichtel! Warte mal, Wichtel, nein, 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 nein! Oh, shit. Okay, wenn es aber da weitergeht, was ist denn dann links? Kann ich nochmal bitte rüber? Hier ist gar nichts. Na, auch gut. Okay, dann weiter. Wichtel, warum rennst du weg von mir? Da oben ist mein Freund. Mal wieder. Das ist immer interessant, dass man sich das umgucken kann. Ah, da ist er. Oh shit. Aber das hört er jetzt nicht, oder? Wenn ich hier rumtäpsle? Nee, das hört er nicht. So. Oh mein Gott, was sind das alles für Figuren hier? Und wo ist mein... Der hat den Affen angemacht. Spielst du gerade mit meinem Affen? Moment, das muss ich jetzt wissen. Vielleicht auch eine gute Möglichkeit, ihn abzulenken. Wenn wir den Affen irgendwo hinschmeißen würden. Aber noch bin ich ja hier unten und kann eh nichts ausrichten. Immer so mutig und frech und lauf rum. Aber ich will die Wichtels doch nur knuddeln. Ich will doch nichts Böses mit denen. Hey, ist das so eine Puppe, die man sammeln kann? Ja, das sind so Sammelobjekte hier. Die muss man zerstören. Hat das jetzt wirklich Lärm gemacht? Ich glaube nicht. Aber da haben wir bestimmt auch schon einige übersehen. Ah, jetzt kann ich gerade echt schlecht hochgucken. Ich komme da auch gar nicht hoch. Hier ist sonst nichts. Ich glaube, ich muss wieder hoch irgendwo. Aber wo?